So, wir sind jetzt hier in der Firma Eisenbahn Engineering und da sind die neuen geilen Schlappen für Bernd. Guckt euch die Dinger an. Ach du Scheiße. Jules fängt jetzt an, die Latten zurechtzusägen für die Deckenverkleidung. So, kurzer Erklärpart. Wir haben dieses Teil hier, um die Löcher vorzubohren. Das ist ein Aufsatz, den haben wir bei Thom gekauft. Der kostet, glaube ich, um die 13 Euro oder sowas. Der hat den Vorteil, dass wenn ihr Löcher bzw. die Schrauben in das Holz bohrt oder schraubt, dass ihr erst mit dem Bohrer vorbohrt. Ihr könnt die Tiefe einstellen, indem ihr das Ding hier verstellt. Ja, so. Und dann bohrt ihr vor und dann seht ihr ein perfektes halbrundes Loch. Hat den Vorteil, die Schraube sitzt perfekt flach, ihr seht das, perfekt flach im Holz drin. Das heißt, die steht nicht über, das Holz kann nicht reißen und schon ist alles gut und es sieht richtig, richtig ordentlich aus. Weil Busbauen sehr anstrengend ist und Jules fast das Gösser verkippt hat, essen wir jetzt erstmal was. Und zwar gibt es bei uns heute richtig geil. Hier diesen Joghurt-Farmer-Salat, mega gut, kann man echt empfehlen. Alter, nee. Baguette und richtig geil, Bestie. Julesi, was sagst du? Piep, 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 wir haben uns alle lieb, guten Appetit. Okay, und das ist der hintere Teil unserer Decke. Down, down, di, 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 di. Jetzt die Dachverkleidung auf der einen Seite ist schon so weit fertig, dass wir eine LED einsetzen müssen, bevor wir weitermachen. Wir haben hier so geile kleine Teile aus Amazon in Warmweiß, die machen dieses mega schönes Licht. Und die müssen jetzt irgendwie in dieses Holz rein. Dazu haben wir diesen Gerät, das ist so ein Lochbohrer und mit dem bohren wir einfach hier in das Holz ein Loch. In der Hoffnung, dass es dann am Ende auch passt. Tada! Loch. So, die Decke ist drin. Die LEDs leuchten auch schon. Und wir haben die Kabel schon mal vorbereitet. Die Kabel, die wir später noch brauchen, einfach rausgelegt erstmal, weil wir jetzt die Seitenverkleidung machen. Und wenn die Seitenverkleidung drunter ist, kommen wir natürlich nicht mehr dazu, die Kabel da durchzulegen. Das heißt, wir haben hier den Strom für den Hängeschrank. Wir haben hier Strom für noch eine zusätzliche Beleuchtung. Und wir haben hier in der Ecke das Massekabel von der Solaranlage, was vom Dach kommt. Wir haben auch hier das Solarkabel, das Pluskabel.
Das läuft dann alles hier runter. Wir haben, nochmal kurz, damit ihr seht, die ganzen scharfen Kanten hier haben wir mit Reststücken von Armaflex zugemacht, damit einfach das Stromkabel an weichen Kanten vorbeiläuft und sich nicht dementsprechend aufreibt. Ja, dann gehen die Kabel hier runter und hier unten läuft dann alles zusammen. Wir haben es auch fachmännisch beschriftet. Hallo Pauli, na, willst du auch mal gucken? Da, fachmännisch, nicht reinbeißen, fachmännisch beschriftet, welches Kabel wo rauskommt. Auch hier wieder der Schutz mit dem Armaflex, dass das ordentlich läuft. Auch hier drinnen, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt so sehen könnt, hier drinnen auch. Also an allen Ecken und scharfen Kanten haben wir nochmal zusätzlich eine Schutzschicht hingebaut. Und gibt es hier drüben noch was zu zeigen? Nö. Achso, ja, hier ist auch noch ein Kabel. Haben wir der Einfachheit halber so ein Rohr durchgelegt, das hatten wir noch übrig, dass wir hier das Kabel einfach schön durchschieben können. Auch das ist dann irgendwie für einen Hängeschrank oder sonstiges. Schaut mal, wie weit unsere Wand schon ist. Voll geil. Jules ist voll fleißig. Und das sieht richtig fett aus. Das sind Einpress-Niet-Muttern, die jetzt hier in diese Löcher gesetzt werden und dann mit so einer Gun festgezogen werden. Und das zeigen wir euch jetzt, wie das geht. Also das ist jetzt diese Niet-Muttern-Zange. Das heißt, die Mutter wird hier drauf gedreht, dass sie ordentlich Spannung kriegt. Und dann, übrigens das erste Mal, dass ich damit arbeite, aber so stelle ich mir das vor. Und dann wird das Ding hier reingesetzt und dann wird die, oh alter Vater, und dann wird die da so rein geballert. Jetzt ist da ein Gewinde drin. Wir haben anstelle von Schrauben haben wir Gewindestangen gekauft. Die haben den Vorteil, dass wir die auf unsere Länge, die wir brauchen, zurechtsägen können. Und es gibt sehr, sehr wenige Schrauben, die tatsächlich ein durchgehendes Gewinde haben in der Stärke. Meistens sind es dann irgendwelche Schlossschrauben oder so, die dann irgendwie einen normalen Schaft haben und dann erst Gewinde, was für unseren Einsatz aber irgendwie doof ist. Das heißt, wir messen das jetzt aus, wie viel Stück Gewinde wir brauchen, sägen die dann zurecht und dann geht's los. So,
der Bus ist verkleidet, die Decke ist drin, die Wände sind drin, die Schiebetür ist verkleidet. Kleine Details haben wir schon gemacht mit Holz. Und ja, da wir das aber nicht in der Holzoptik lassen wollen, werden wir es jetzt verändern. Und wie, seht ihr jetzt. Geilo, schaut euch das mal an. Die Wandverkleidungen sind gestrichen und die Decke ist gestrichen. Wir haben unsere Bodenplatte hier, die ist dreiteilig. Die haben wir bestellt bei fahrzeugeinrichtung.de. Die hat den Vorteil, dass sie perfekt passt für den Crafter. Sie ist aus 9mm Siebdruckplatte, ist perfekt ausgeschnitten schon. Und das ist die Basis jetzt für unseren Boden aus PVC, den wir mit dieser Bodenplatte als Schablone jetzt schön zurechtschneiden können und dann ins Auto packen können wieder. Das ist unser neuer PVC-Boden. Der sieht extrem geil aus, wie wir finden. Wir haben ihn jetzt nur mal reingelegt, um zu gucken, ob auch überall alles passt. Aber wie zu erwarten, er passt einfach perfekt. Und es sieht einfach so überragend geil aus. Das ist der Wahnsinn. Wir haben jetzt den Plan, dass wir den zur Hälfte wegkippen, dann mit doppelseitigem Klebeband alles abkleben, ihn erst auf der einen Seite festkleben und dann das gleiche Prozedere auf der anderen Seite machen. Ja, geil, hä? Wie schon Julia gesagt hat, so schnell kann man Parkett verlegen. Das sieht doch schon mal richtig ordentlich aus. Jetzt können wir eigentlich uns an den Innenausbau machen. Hinlegen und schlafen. Ja, schlafen haben wir keine Zeit. 30 Tage sind schneller rum, als du denken kannst.